Meine lieben Freunde, ihr werdet gleich merken, heute bin ich in einer ganz anderen Gegend, nämlich in der Oberpfalz, in meiner Sprachheimat, also meiner Muttersprache. Und heute erzähle ich euch von einem Gelübde. Ihr wisst schon, wenn zum Beispiel jemand eine Sucht hat und es geht ihm ganz schlecht, dann gelobt er: Wenn es mir besser geht, dann gehe ich den ganzen Jakobsweg. So oder ähnlich läuft es bei einem Gelübde. Auf diese Geschichte von einem Gelübde bin ich gekommen durch einen Schulfreund aus den 50er Jahren. Der bewohnt ein Schloss in der Oberpfalz in Hardegg bei Neualpenreuth. Das müsst ihr mal googeln unter Schloss Hardegg. Höchst interessant. Von mir dazu nur so viel: Dieses Gebäude war früher der Sommersitz der Äbte von Waldsassen und davor war es eine Reichsburg, die zum staufischen Burgenkranz um Eger gehörte, 1238 erstmals urkundlich erwähnt. Mehr Geschichte geht nicht, oder? Und in Neualpenreuth steht sogar ein Sagenbrunnen, geschaffen von dem Bildhauer Günther Mauermann aus Weiden, der die reiche Sagenwelt des Tillenberges darstellt. Ja, und wenn man von Hardegg hochfährt zum Egerer Waldhaus, dann ist man schon ziemlich nahe an dem Sagenort, von dem ich heute erzählen will. Mitten im weiten, stillen Hochwald an einer Wegkreuzung, die in vier Himmelsrichtungen führt, steht eine kleine Kapelle. Die Außenwände sind mit Stationen aus dem Kreuzweg Christi bemalt. Und wenn wir geduckt durch den Rundbogen der offenen Türe ins Innere treten, schaut uns tatsächlich Gott Vater an. Eine Holzstatue mit der Weltkugel im Arm. An der rechten Wand sehen wir ein Votivbild. Dort kniet ein Ritter und der bittet seinen Gott Vater um Hilfe, damit er wieder aus diesem Wald herausfindet. Und auf dem Bild wird auch die Sage erzählt. Das mache ich jetzt in meinen Worten. Vor vielen, vielen Jahren verirrte sich in diesem Wald einmal ein Ritter. Seine Hoffnung, bald nach Hause zu kommen, sank von Stunde zu Stunde. Er lief immer tiefer in den Wald hinein und die Zweige, denen er vor Müdigkeit nicht mehr ausweichen konnte, zerkratzten ihm das Gesicht. Da läuft einem schon ein kleiner Schauer über den Rücken, wenn man an diesen tiefen Wald denkt, und im Hinterkopf erscheinen die Waldgeister. Wenigstens bei mir ist das so. Aber unser Held war natürlich ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Er suchte tapfer immer weiter nach einem Ausweg. Doch als es langsam dunkel wurde zwischen den Bäumen und als er auch keinen Vogel mehr hörte, da packten ihn doch langsam die Zweifel. Finde ich denn jemals hier wieder heraus? Muss ich wirklich so jämmerlich zugrunde gehen? Was soll ich bloß machen? Er blies sogar mehrmals in sein Horn und horchte dann in den Wald hinein, aber vergebens. Nur der Wind blies in den Wipfeln der Bäume. Stille. Und dann wurde er natürlich auch noch müde, ja, sogar todmüde. Er legte sich hin, wo er gerade stand, auf den Waldboden, und Gott sei Dank war da ein bisschen Moos, sodass er wenigstens weich lag, und er schlief auch sofort ein.
Aber er hatte einen ganz bitteren Traum. Seine Burg brannte lichterloh und seine Kinder und seine Frau streckten hilfesuchend die Hand nach ihm aus. Und über diesem Albtraum erwachte er wieder, schweißgebadet. Und eine fürchterliche Angst schüttelte ihn. Meinen Lieben geht es schlecht und ich liege hier im Wald herum. Und in dieser Not warf er sich vor seinem Gott auf die Knie. Du lieber alter Herrgott, wenn es dich gibt über diesen Wolkenfetzen, so führe mich bitte wieder heraus aus diesem schrecklichen Wald, heim zu meinen Kindern und meiner Familie. Wenn ich wieder herauskomme, dann gelobe ich dir, hier eine Kapelle zu bauen. Er kniete lange und war tief in seine Gedanken versunken. Da hörte er plötzlich in der Nähe ein Knacken von Ästen und ein riesiger Hirsch brach durch das Gebüsch durch. Ein gewaltiges Tier mit einem mächtigen Geweih. Er wollte als Jäger schon seine Armbrust ansetzen. Da entdeckte er zwischen den Hörnern des Geweihs drei Lichter. Was das wohl zu bedeuten hatte? Der Hirsch hob den Kopf, stolz, als wollte er sagen, folge mir. Und dann drehte er langsam ab und lief davon. Der Ritter dachte, das ist bestimmt ein Fingerzeig Gottes. Also folgte er dem Tier. Und dann dauerte es tatsächlich nicht lange. Der Wald wurde immer lichter und sie kamen plötzlich auf eine Wiese. Ach, Gott sei Dank, jetzt kenne ich mich wieder aus. Er sah sich um nach dem Hirsch, aber der war schon wieder im tiefen Dickicht verschwunden. Auf seiner Burg begrüßten ihn dann alle, seine Kinder, seine Frau und das ganze Gesinde. Am nächsten Tag suchte er mit seinen Leuten nach dem Platz, wo er gebetet hatte, und er fand dort tatsächlich noch sein Hifthorn. Das hatte er in der Eile vergessen. Und später ließ er dann an dieser Stelle aus Dankbarkeit für seine Rettung eine Kapelle errichten. Der Volksmund nannte diese Kapelle schlicht zum alten Herrgott. Das ist schon fast mehr eine Legende als eine Sage. Und über den alten Herrgott soll es ja auch über 10 Stiftungslegenden geben. Solche Geschichten entspringen sicherlich der tiefen Volksfrömmigkeit in der Oberpfalz. Aber
Wir haben auch ein paar handfeste Daten, die aus dieser Legende wieder eine Sage machen. Die Kapelle stammt aus dem 17. Jahrhundert. 1676 ließ Magnus Bartels nach einem Gelübde wahrscheinlich eine hölzerne Kapelle errichten, und zwar mit Erlaubnis des Klosters Waldsassen. Diesem Kloster gehörte damals der ganze Wald. Die gemauerte Kapelle wurde dann im Jahre 1694 auch wieder wahrscheinlich durch Herrn von Froschhammer erbaut, einem Adeligen aus Böhmen, der in Ottengrün ein Gut hatte, und dieser Besitz reichte bis an die Kapelle heran. Und im Jahr 2012 sanierte die Forstverwaltung des Freistaates Bayern die Kapelle mit rund 40.000 Euro. Dafür danken wir den Forstleuten herzlich. Aus diesen nackten Taten formte der Volksmund diese wunderschöne Sage. Und ich sage es euch ehrlich, mir ist es auch ganz egal, ob sie nun wahr ist oder nicht. Mein Bezugspunkt zu dieser Kapelle ist der alte Herrgott. Für mich eine warme und liebenswerte Gottesvorstellung des Volkes, von der ich weiß, dass sie Illusion ist, aber ich lasse sie für mich gerne zu in dieser herrlichen Waldnatur. Auf diese Weise bin ich richtig altmodisch. Heute lockt die Tourismusbranche die Wanderer und Outdoor-Liebhaber mehr in die Natur. Warum auch nicht? Vielleicht begegnet diesen Menschen in diesem herrlichen Wald auch der alte Herrgott. Wer weiß. Damit darf ich mich wieder verabschieden von euch. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Auf Wiedersehen.